In Damaskus lebte ein Scheich, bekannt als Scheich Misk. Ich möchte, dass jeder diese Geschichte hört, mit dem Herzen hört. Warum war er als Scheich Misk bekannt? Misk bedeutet Moschus und Moschus ist einer der kostbarsten und angenehmsten Düfte. Ein bezaubernder Duft. Sein bürgerlicher Name war natürlich nicht Scheich Misk, aber er wurde als Scheich Misk bekannt. Eines Tages war er zu Hause gewesen. Da klopfte es an der Tür. Als er öffnete, stand eine Dame vor seiner Tür. Die Dame drang in sein Haus ein. Die Dame drang in das Haus von Scheich Misk ein und sie versperrte die Tür hinter sich. Sie war eine hartnäckige, bösartige Frau. Dann sagte sie zum Scheich, entweder wirst du mit mir Haram begehen oder ich verlasse dein Haus und ich werde den Leuten auf der Straße erzählen, seht, was der Scheich mit mir gemacht hat. So oder so wollte sie den Ruf des Scheichs zerstören. Mit Gewalt war sie in sein Haus eingedrungen und hat ihn vor die Wahl gestellt, Haram mit ihr zu begehen, oder sie würde das Gerücht verbreiten, er hätte sie ins Haus gezerrt und versucht, sich an ihr zu vergreifen. Der Scheich war ein frommer Mensch. Was sollte er also tun? Er war in der Klemme. Sagt er nein, wird sie Gerüchte über ihn verbreiten, sein Ansehen in den Dreck ziehen. Sagt er ja, wird er Haram begehen. Beides wäre für den Scheich ungeheuerlich. Er war ein aufrichtiger Mensch, tugendhaft. Er war nicht jemand, der seinen Glauben billig verkauft. Der Scheich war übrigens keine unbedeutende Persönlichkeit. Der Scheich war ein Mensch, dessen Herz von Allah ergriffen war. Jemand, der seine Nächte im Gebet verbrachte. Er war jemand, der fastete, während andere aßen und tranken. Alles um Allahs Willen. Was sollte er jetzt machen? Er sagte zu der Frau, fein, ich bin bereit. Lass mich nur ins Bad gehen. Ich werde wiederkommen. Es war keine Flucht. Seht mal, was der Scheich tat. Er ging ins Bad und erleichterte sich. Und mit dem, was aus seinem Körper gekommen war, damit bedeckte er sein Gesicht. Er schmierte es sich ins Gesicht. Sodann kam er wieder in das Zimmer. Die Frau wurde rasend und rannte aus dem Haus, denn sie hatte einen Mann gesehen, dessen Gesicht mit Exkrementen bedeckt war. Der Scheich wusch sich daraufhin sein Gesicht und sein Gesicht roch seit diesem Tag bis zu seinem Tode nach Moschus. Sein Gesicht versprühte den Duft von Moschus. Selbst sein Grab duftet nach Moschus.